Frisches gibt. Viel zu sehen im Elefantenkino macht es euch bequem. Die Welt ist elefantastisch und du bist dabei mit tollen Abenteuern vor. Auf und Bühnen frei. Heute geht Bobo mit seiner Mama einkaufen. Bobo liebt es, in den Supermarkt zu gehen. Bobo, nochmal. Bobo-Wagen. Bobo? Kuckuck! Bobo, hier ist die Einkaufsliste. Als erstes brauchen wir Marmelade. Okay. Bobo mag gerne Marmelade. Super, Bobo. Toilettenpapier brauchen wir auch noch. Geschafft. Aber jetzt ist der Wagen ganz voll. Das stellen wir so hin. Wir brauchen ja noch Platz für Obst. Holst du die Bananen? Ich hole die Äpfel. Prima, Bobo. Ich hole noch schnell Gemüse. Bin gleich wieder da. Lecker. Orange. Bobo mag Orangen sehr gerne. Hallo. Komme schon. Na, wen haben wir denn da? Alles klar? Mhm. Ui, Bobo. Ist alles in Ordnung? Ja. Da bin ich aber froh. Es ist nichts Schlimmes passiert. Wir kümmern uns um die Orangen. Vielen Dank. Die Orange schenke ich dir. Auf Wiedersehen. Danke. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Wir müssen nur noch bezahlen. Dabei kannst du mir helfen, Bobo. Bobo? Bobo ist doch tatsächlich im Einkaufswagen eingeschlafen. Heute bekommt Bobo überraschend Besuch. Tut, 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 tut.
Hallo. Bobo. Nora. Wie schön, Bobos Cousine Nora ist zu Besuch. Eisenbahn spielen? Nee. Bauklötze. Hier. Turm bauen. Ja. Auskippen? Ja. Eins, zwei und drei. Bobo, Nora? Ist alles in Ordnung bei euch? Ja. Na, dann ist ja gut. Nora und Bobo wollen den höchsten Turm der Welt bauen. Hier. Ja. Oh, gepupst. Ganz hoch, Nora, pass auf. Noch höher. Vorsicht, Bobo. Noch höher. So. Oben drauf. Bobo, mach du. Gar nicht so einfach, hm? Schön. Noch höher. Ja. Hier. Ja. Jetzt ist der Turm aber richtig hoch. Gut gemacht, Bobo. Fertig. Oh, oh. Oh. Zum Glück nichts passiert. Puh. Nora, Turm kaputt machen. Ja. Hey, alles in Ordnung? Ja. Wollt ihr beiden etwas zu trinken haben? Ja. Komm hüpfen. Das hat Spaß gemacht. Jetzt wollen Bobo und Nora ein Bilderbuch anschauen. Hier kommen die Getränke. Bobo? Nora? Na sowas. Gemütlich aufs Bett gekuschelt, sind Bobo und Nora doch tatsächlich eingeschlafen. Sie ist